Hallo, liebe Eltern, liebe Familien und Freunde des Familienhauses und herzlich willkommen wieder zu unserer Infothek. Im heutigen Beitrag soll es um das Autofahren mit Baby gehen, ja? Wie kann es entspannt ablaufen und welche Tipps, würde ich Ihnen einfach gerne mitgeben. Ja, das ist so, dass das Autofahren mit dem Baby oft auch so eine Zerreißprobe für Mamas und Papas Nerven werden kann. Es gibt Babys, die sind relativ entspannt beim Autofahren und dann gibt es aber auch Babys, da wird die Autofahrt zu einer nervenaufreibenden Horrorfahrt. Ja, es ist so, dass wenn die kleinen Babys sich unterwegs nicht wohlfühlen, dass man gerade als Elternteil dann auch am Steuer sich oft sehr hilflos vorkommt. Und das natürlich auch ganz schlimm für den Straßenverkehr werden kann, weil man dann halt abgelenkt ist. Das heißt, hier gibt es beim Autofahren mit Babys ein ganz klares Ziel, einfach, dass Sie Ihrem Kind dabei helfen sollten, die Zeit im Auto besser genießen zu können. Und dann wird auch einfach die Autofahrt mit Ihrem Baby ganz entspannt. Ja, dass so eine Autofahrt ganz entspannt und ruhig verläuft, dafür braucht es eine gewisse Planung und einfach, wie ich Ihnen gleich auch noch zeigen werde, praktisches und spannendes Babyzubehör. Ja, die optimalen Bedingungen für so eine gemeinsame Autofahrt, um die zu schaffen, gibt es halt so ein paar grundlegende Basics, die man einfach vor dem Einsteigen bei einer Autofahrt berücksichtigen sollte. Zum einen ist das, dass hungrig Autofahren keinen Spaß macht. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Kinder vor dem Autofahren einfach nochmal stillen oder füttern und vielleicht für die älteren Kinder auch einfach so ein bisschen Proviant mitnehmen. Ja, was auch ganz wichtig ist, ist einfach eine trockene Windel. Die fühlt sich unterwegs beim Autofahren einfach besser an. Das heißt, bevor Sie eine lange Autofahrt planen, einfach das Baby vorher nochmal wickeln und dann kann es auch ganz entspannt losgehen. Ja, bei längeren Autofahrten empfiehlt es sich immer einfach auch die Schlafzeiten der Babys zu berücksichtigen. Das heißt, die Ausflüge mit dem Auto, wenn es möglich ist, an den üblichen Tagesrhythmus von Ihrem Kind anzupassen, damit das Baby einfach auch, wenn es zu Oma oder Opa geht oder in den Urlaub geht, einfach mit dem Schlafen und Essen nicht durcheinander kommt. Was auch ganz wichtig ist, einfach nach Hilfe zu fragen, ne, wenn Sie die Möglichkeit haben, vielleicht noch eine zweite oder dritte Person mitzunehmen. Scheuen Sie sich nicht, ne? Die kann dann ganz bequem hinten auf der Rückbank bei Ihrem Baby Platz nehmen und sich, wenn es vielleicht doch mal ein bisschen anstrengender wird, um Ihr Kind kümmern. Was natürlich ganz wichtig ist, ist einfach der Sicherheit der ganzen Familien zuliebe, sollten Sie stets anhalten, wenn Sie merken, dass vielleicht Ihr Baby sich gar nicht beruhigen lässt und Sie sich als Eltern vielleicht auch gar nicht mehr konzentrieren können. Das heißt, dann einfach eine kleine kurze Pause machen, versuchen das Baby abzulenken und dann ist das Baby einfach auch wieder positiver gestimmt und die Fahrt kann wieder losgehen. Ja, wie können Sie jetzt zum Beispiel die Rückbank zum Kinderparadies machen? Es ist so, dass es ein paar Sachen gibt, die man einfach dabei haben sollte, um das Baby im Auto bei Laune zu halten und ihm vielleicht auch die Angst vom Autofahren zu nehmen. Da müssen Sie einfach gucken und auch herausfinden, was Ihrem Baby vielleicht gut tut. Was sind vielleicht auch Gründe für diese Schreiattacken, wenn Ihr Baby im Auto ganz viel weint. Da ist ein bisschen herumprobieren notwendig. Ja, zum einen könnte das zum Beispiel sein, dass Ihrem Baby vielleicht beim Autofahren langweilig ist, ja. Es gibt da spezielle Spielzeuge, die man zum Beispiel an Babyschalen oder an Reboarder dann anbringen kann. Die werden einfach hier oben am Babygriff zum Beispiel befestigt oder an der Rückenlehne von Ihrem Autositz. Das heißt, die Kinder können dann einfach, wenn sie Lust und Laune haben, nach diesen Spielelementen greifen oder vielleicht auch mit ihren Füßen Musik- und Lichteffekte aktivieren. Genau, da gibt es so verschiedene Mobiles, die man um den Kindersitz befestigen kann und was denn so an der Babyschale herunterhängt. Ja, wichtig ist auch, dass Sie halt auch immer Spielzeug dabei haben und bereithalten, dass einfach, dass die Babys die Möglichkeit haben, während der Autofahrt damit zu spielen. Hier bietet sich zum Beispiel an der Rückenlehne von Ihrem Sitz so einen Rückenlehnenschutz anzubringen, indem man dann einfach verschiedene Spielsachen verstauen kann. Da kann man Bücher reinpacken oder Kuscheltiere. Und ja, wenn das Baby dann etwas größer ist und vorwärts gerichtet sitzt, kann es sich halt ganz einfach auch während der Autofahrt aus dieser Rückenlehne Sachen nehmen und damit beschäftigen.
Ja, ganz toll sind auch immer Hörbücher, die das Kind während der Autofahrt ja, hören kann, wo das Kind sich während der Autofahrt mit beschäftigen kann. Manche Kinder lieben es auch, während der Autofahrt zum Beispiel Bilderbücher anzuschauen oder ja, wie ich bei Hörspielen jetzt einfach so einer Stimme beim Vorlesen zu lauschen. Ja, was tun, wenn das Baby vielleicht beim Autofahren gestresst ist und müde und ja, einfach nicht zur Ruhe kommen kann und nicht einschlafen will? Es ist so, dass besonders Babys, die ja gerne und viel getragen werden wollen, ganz oft mit der Babyschale und gerade dann auch beim Autofahren nicht so richtig warm werden. Was es da gibt es ja so verschiedene Pucksäcke, das hatte ich auch schon mal in einem Beitrag erzählt, wo man die Babys dann drinnen einwickelt. Und das Tolle ist, dass die halt auch ganz oft Gurtschlitze haben, die man dann für so eine Babyschale benutzen kann. Und ja, diese vertraute Enge schenkt den Babys einfach eine Menge Geborgenheit, dass sie sich angenehm eingepuckt fühlen und dann die Autofahrt auch entspannter wird. Ja, bei einigen Babys reicht es dann vielleicht auch auf, wenn man einfach ein paar Lieblingslieder spielt oder beruhigende Melodien. Also viele Babys mögen ja so ganz rauschende Musik. Es gibt da verschiedene Apps mit Staubsauger- oder Föhngeräuschen und das entspannt einfach auch viele Babys beim Autofahren. Ja, was auch wichtig ist, ist, dass die Babys beim Autofahren oft von vielen Eindrücken auch überfordert sind und vielleicht auch ständig von der Sonne geblendet werden. Hier empfiehlt es sich einfach, einen Sonnenschutz an der Scheibe anzubringen, der ja die Sonnenstrahlen einerseits fernhält, andererseits ist es aber auch so, dass die Kinder ja vor einer Reizüberflutung geschützt werden, ne? Wenn sie die ganze Zeit Auto fahren und die ganze Zeit immer andere Sachen an der Autoscheibe vorbei rasen, ja, kommen Kinder einfach schlichtweg nicht zur Ruhe. Und so ein Sonnenschutz schützt einfach auch vor einer Reizüberflutung und wirkt auf Kinder nochmal beruhigend. Bei Sonnenschutz, kann man halt so mit Saugnäpfen ankleben. Es gibt auch welche, die man einfach nach Belieben hoch und runter ziehen kann. Genau, da kann man einfach gucken, was einem da am praktischsten ist. Ja, was auch wichtig ist, ist, dass nicht nur die Kinder sich beim Autofahren wohlfühlen sollen, sondern natürlich auch sie als Eltern. Ganz oft ist es so, dass viele Eltern ja ganz beunruhigt und aus Sorge ständig über die eigene Schulter nach hinten schauen, zum Baby gucken, ob alles okay ist, ne? Oder wenn das Baby weint, versuchen zu gucken, was hat das Baby jetzt, was natürlich sehr gefährlich werden kann während der Autofahrt, wenn man über die Schulter nach hinten guckt und da bietet sich einfach so ein Rückspiegel an. Ja, der wird an der Kopfstütze vom Kind befestigt, vom Sitz, wo das Kind sitzt. Und dann können Sie ganz bequem über Ihren Autospiegel einen kurzen Blick in Ihren Autospiegel werfen und sehen dann, ja, können Sie einen kleinen Blick auf Ihr Baby werfen. Ich würde Ihnen jetzt einfach gerne noch mal so ein paar Tipps mitgeben für eine lange und entspannte Autofahrt. Wie ich schon sagte, ist es sehr vorteilhaft, wenn Sie mit mehreren Leuten anreisen, wenn einer neben Ihrem Kind auf der Rückbank sitzt. So kann das Kind einfach beschäftigt werden, kann aber auch beruhigt werden. Und ganz oft sind die Babys auch einfach entspannter, wenn neben ihm ein vertrautes Gesicht sitzt. Ja, wie ich auch schon sagte, Babys satt ins Auto setzen. Es ist einfach so, dass Babys, die satt sind, auch schneller müde werden und einfach dann auch im Auto eine Runde schlafen können. Wenn man alleine mit dem Baby im Auto unterwegs ist, sollte man dem Baby während der Fahrt nicht zu essen geben oder dem kleinen Kind, das sich einfach verschlucken könnte. Und dann können Sie als Autofahrer ja nicht sofort reagieren, wenn es vielleicht gefährlich werden kann. Bei größeren Kindern kann man einfach so eine kleine Proviantdose mitnehmen. Da kann Gemüse und Obststicks vielleicht drinne sein, ein paar Brötchen, ein paar kleine Laugenbrezeln. Ja, Wasser, Saftschorle und Fruchttee sind auch einfach kleine Muntermacher, die während der Fahrt ja einfach die Kinder auch ablenken. Es empfiehlt sich, oder viele Babys lieben es auch, wenn einfach während der Autofahrt etwas vorgesungen wird. Dabei interessiert es das Kind eigentlich gar nicht, ob sie die Töne treffen und was sie da singen. Ganz oft ist es einfach so, dass Vorsingen einfach entspannt wirkt und die Kinder auch beruhigender sind. Und ja, ganz oft ist es so, dass bei irgendeinem Rauschen oder einfach einem Summen die Babys besser gestimmt sind und auch weniger innerhalb von wenigen Minuten in den Schlaf finden.
Was man auch bei der Autofahrt dabei haben sollte, was eine Autofahrt auch entspannt macht, ist natürlich ein Schnuller. Ja, es gibt die meisten Kinder nehmen einen Schnuller und gerade auf langen Autofahrten ist so ein Schnuller auch ein hilfreicher Begleiter. Die meisten Babys sind entspannter und schlafen einfach schneller ein. Und ja, damit der Schnuller nicht ständig runterfällt und sie dann vielleicht während der Autofahrt auch noch ihren Schnuller aufheben müssen, empfehlen sich so Schnullerketten, die man auch einfach an Pullover oder an dem Gurt von einer Babysitzschale befestigen kann, um einfach das Herunterfallen zu verhindern. Was Sie beachten sollten, sind auf jeden Fall Pausen auf Rastplätzen, dass Sie diese nutzen, um einfach die Kinder, die Babys aus dem Autositz abzuschnallen, mit ins Freie zu nehmen, dass sie so ein bisschen rumtoben können. Vielleicht einen kleinen Imbiss machen, nochmal eine frische Windel machen und einfach kurzzeitig für Entspannung sorgen. Es gibt viele kinderfreundliche Rastplätze und Tankstellen, die auch tolle Spielplätze mit dran haben. Und da kann man einfach ja über den ADAC mal nachfragen und dann einfach vorher vor der Reise vielleicht schon planen, wo man vielleicht anhält. Auch bei Stau ist es sinnvoll, einfach auf so einen Rastplatz auszuweichen, um einfach einen Stau im überhitzten Auto zu vermeiden. Gerade Babys leiden unter großer Hitze, das heißt, der Popo wird schnell wund, die eng umschließenden Babysitze lassen Kinder einfach schwitzen und dann werden die Kinder halt auch ungemütlich und unruhig. Was Sie auch Eltern auch beachten sollten, ist die Reiseübelkeit. Kann auch gerade bei Kindern oder Kleinkindern eintreffen, die gerade das erste Mal vielleicht eine lange Strecke bewältigen. Das heißt, hier einfach gucken, wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Kind ist während der Autofahrt schlecht. Manche Kinder können das ja auch schon beschreiben. Und das Kind erbricht vielleicht während der Autofahrt, sollten Sie schnellstmöglich anhalten und das Kind aus dem Sitz befreien. Wasser im Gesicht und Nacken so ein bisschen helfen, den Stress abzubauen. Und einfach frische Luft und ein paar tröstende Worte helfen dann einfach und dann kann die Fahrt auch entspannt weitergehen. Musik und Hörspiele lenken Kinder, und gerade auch Kinder, die mit Reiseübelkeit zu tun haben, oft ab. Was es gibt, sind in Apotheken so Akupressur-Armbänder, die auch bei kleinsten Kindern schon der Übelkeit Linderung verschaffen sollen. Was können Sie als Eltern tun, wenn Ihr Baby jetzt die ganze Zeit während der Autofahrt schreit? Ist natürlich für alle Beteiligten ziemlich anstrengend. Hier ist es wirklich so, wenn das Baby schreit, wirklich an der nächsten Gelegenheit anzuhalten, das Baby aus der Sitzschale zu nehmen, vielleicht ein wenig rumzutragen. Einfach diese Nähe, das Schaukeln, Stillen können helfen, das Baby zu beruhigen. Versuchen, das Baby abzulenken, leise mit dem Baby sprechen, ihm vorsingen. Wenn vielleicht jemand hinten sitzt, versuchen mit ein paar lustigen Fingern spielen, das Baby abzulenken. Ein Schnuffeltuch hilft immer ganz toll, dass Babys entspannen können. Das waren jetzt so ein paar hilfreiche Tipps, die einfach dafür sorgen sollen, dass Sie in Zukunft entspannter mit Ihrem Kind Auto fahren können. Wenn Sie jetzt noch ein paar ganz tolle Tipps haben oder ein paar Geheimtipps für uns, dann einfach einen Kommentar da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!